Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem fünften App-Review. Ich stelle euch heute 10 kostenlose Apps vor und ich fange an mit dict.cc. Das ist ein Übersetzer, wo ihr irgendwas eintippen könnt. Ich habe jetzt Pups eingegeben und hier kommen eure Suchtreffer. Ich habe hier Pups, Fahrt. Weiß man auch. Hier pupsen noch und pupser. Das Ganze könnt ihr auch umgekehrt machen. Von Englisch ins Deutsch. Tschö. Okay, das war App Nummer 1. Kommen wir zu App Nummer 2 und die nennt sich Surfacer. Die ganzen Apps stehen auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja. Um dieses Spiel zu starten, klickt ihr ganz einfach auf den Ball hier im Startmenü und geht auf Classic. Ja, ich zeige euch das mal. Ihr habt hier oben noch die Level, die Bälle, die ihr habt, den Score, die Prozent und dann noch, wie viel Zeit ihr habt. Ihr müsst immer 66% schaffen und die schafft ihr, indem ihr Bälle macht. Ihr dürft aber nicht, wenn ihr hier zum Beispiel einen Ball macht und der kommt in diesen feindlichen Ball, was ich euch jetzt immer zeige. Okay, ist jetzt blöd. Auf jeden Fall geht der dann kaputt. Ich habe jetzt verloren. Auch lustiges App. Ja. Und gehen wir zum dritten, das ist Tic-Tac-Touch. Jo, wir gehen hier unten auf Play Game. Ihr könnt hier auch noch einstellen, One Player, Two Player. Ihr könnt das auch online spielen. Ich spiele jetzt mal gegen den Computer. Setze hier mein Kreuz, er sitzt dann logischerweise im Kreis. Unentschieden. Unten Play Again oder zum Menü. Jo. Gehen wir zum nächsten. Das ist einer meiner Lieblingsspiele, Trace. Ja, Trace ist auch wirklich sehr schön gemacht. Ihr habt hier verschiedene Welten nochmal. Ja, das sind hier jetzt 6. Und wenn ich jetzt mal auf die erste Welt gehe, seht ihr nochmal jeweils 20 Level. Ich kann euch ja so Level 3 zeigen. Ihr müsst die auch nicht freischalten, ihr habt die einfach schon. Und ihr müsst versuchen, eure Figur in das Ziel zu bekommen. Hier, ihr springt hier. Und hier geht ihr. Und ihr könnt hier auch Linien malen. Also ihr müsst auch aufpassen auf solche Sachen. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher. Und mach so eine große Linie, dass mir dieses Ding hier nicht gefährlich kommt. Da ist das Ziel. Und dann seid ihr beim nächsten Level. Ja, auch schön gemacht. Einer meiner Lieblings, wie gesagt. Und kommen wir zur fünften App. Das ist Stardunk. Stardunk ist auch schön. Ihr geht hier auf Play Game hier oben oder Play und ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ihr habt einen Ball, den ihr in dieses Tor hier reinschießen müsst, zeige ich jetzt mal, indem ihr das hier spannt. Hier kommt immer ein Contest und dann ist hier oben eure Zeit und ihr müsst versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen. Also hier seht ihr nochmal 4 Balken. Ich versuche die jetzt mal hier leuchtend alle zu leuchten zu lassen. Ja, und dann läuft hier oben was durch und ihr bekommt was, ein Spezial, also ein Bonus, sage ich jetzt mal. Ihr habt jetzt 3 Bälle, das heißt 3, ja, 3 mal so viele Punkte mit einem Treffer, wenn ihr trefft. Jo. Kommen wir zu Spinsle. Glaube ich, wird das ausgesprochen. Das ist auch richtig cool gemacht. Also, ihr geht hier auf Play.
Und ihr habt hier nochmal 6 Level. Ich gehe jetzt auf 1. Und ihr müsst halt versuchen, die gleichfarbigen durchdrehen, dass die fallen und hier immer gleich ja, verschiedene Farben zusammenkommen. Dafür kriegt ihr Punkte und jetzt habe ich das erste Level schon geschafft. Auch schön. Jo, gehen wir zum, ich glaube, 7. Und das ist Paper Toss. Auch richtig cool. Auch einer der besten. Ihr kennt nur noch die Schwierigkeit. Ich gehe jetzt mal auf Easy. Und ihr müsst, ihr seht hier den Ventilator. Und dann seht ihr immer, wie viel oder wie groß die Windstärke vom Ventilator ist. Das ist jetzt 0,54, also fast gar nicht. Und ihr müsst diesen Ball hier immer mit einer Linie in den Papierkorb befördern. Hier oben ist euer Score und euer Highscore. Da oben. Ja, macht auf jeden Fall auch wirklich Bock. Und kommen wir zum 8. Das ist Creationary. Also auch eins der Lego-Spiele für den iPod. Ja, ihr geht auf Play und dann kommt hier einen Würfel. Ihr würfelt, ja, ich habe jetzt nicht wirklich gewürfelt. Und dann habe ich jetzt Natur und dann werden euch hier 4 Sachen angezeigt. Und ihr müsst erraten, in dieser Zeit hier, die hier abläuft, was das ist. Ich sage jetzt, das ist der Kranz. Und dann ist, jetzt ist es richtig. Und dann bekomme ich Punkte. Hier Total Score. Das ist Puzzle 1 auf 18. Jo. App Nummer 8. Kommen wir zum vorletzten leider schon wieder. Das ist Falling Balls. Auch schön. Nein. Jupp. Ich gehe auf Play Game und zeige euch das. Ihr müsst hier durch diesen Bewegungen den Bällen ausweichen, sonst passiert das, was ich euch hier eben schon gezeigt habe. Also, und für jeden Ball kriegt ihr Punkte. Der an euch vorbeikommt, kriegt ihr Punkte. So, ich habe es jetzt wieder nicht geschafft. Ja, macht auf jeden Fall richtig Bock. Kommen wir zur letzten App und das ist. Das ist. Warte mal kurz. Lass mich einmal kurz. War das? Na hier. Knotz. Das ist so eine Art Twister für den iPod. Hier nochmal die Schwierigkeit und hier One Player oder Two Player. Ich zeige euch jetzt erstmal One Player. Ihr müsst diesen halten und dann hier. Und er zeigt euch immer, wen ihr loslassen müsst. Dann kommt er so ein Kreis rein. Und jetzt habe ich verloren, wenn ihr einen Ball loslässt. Ja, das war unser 5. App-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert, kommentiert, bewertet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.